Seit dem Jahr 2000 sind weltweit auf Kreuzfahrtschiffen und Fähren mindestens 200 Passagiere und Crewmitglieder über Bord gegangen. Und dieses Zitat stammt aus dem Jahr 2013, was 7 Jahre her ist. Warst du schon mal auf einem Kreuzfahrtschiff einer kleinen Stadt im Grunde, auf der es keine Polizei gibt, in der es kein Entkommen gibt, weil rundherum einfach nur Wasser ist? Und dann kommt es auch noch zu einer Reihe von Verbrechen und du kannst nicht weg. Mit dieser Situation spielt Sebastian Fitzek in Passagier 23. Und an dieser Stelle Shoutout an Lali Lu, die mir dieses Buch empfohlen hat, als ich es schon am Lesen war. Zufälle gibt's. Und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Dieses Buch beginnt mit dem Ermittler Martin Schwarz, dessen Frau und Sohn vor einigen Jahren auf einem Kreuzfahrtschiff spurlos verschwunden sind. Damals wurde es als Selbstmord hingestellt und jetzt soll er auf dem gleichen Kreuzfahrtschiff wieder einen Fall lösen, bei dem ein kleines Mädchen verschwunden ist. Und man merkt sehr schnell, oh, da gibt es aber mehrere Verbrechen, die irgendwie Ähnlichkeiten zueinander haben, die irgendwie wirken, als wären sie eben eine Reihe von Verbrechen. Und das sorgt eben für eine sehr hohe Spannung, für sehr viele Plot-Twists und vor allem sehr viele Cliffhanger. Und an dieser Stelle komme ich nicht umhin, das Ganze mit Stephen King zu vergleichen. Nicht, weil Sebastian Fitzek und Stephen King sich so ähnlich sind, sondern weil sie so unterschiedlich sind. Stephen King ist eben dafür bekannt, dass er sehr ausführlich schreibt, dass er eben häufig die Handlung an zweiter Stelle hat und dann spielen die Charaktere oder Amerika noch eine größere Rolle, so das Land, das Sozialverhalten der Leute. Und bei Sebastian Fitzek geht es eben Schlag auf Schlag und trotzdem lernt man die Figuren kennen und lieben. Und das finde ich gerade bei diesem Buch sehr bemerkenswert, dass es da sehr viel um die Psyche der Figuren geht. Man hat solches Mitleid teilweise mit diesen Figuren, man leidet richtig mit. Es spielt tatsächlich nicht nur die Psyche des Lesers, der Leserin eine Rolle, sondern eben auch die Psyche der Figuren und das finde ich in diesem Buch kommt sehr, sehr gut rüber. Leider fand ich es am Anfang ein bisschen kompliziert, den Überblick über die vielen Handlungsstränge und Figuren zu behalten. Es waren von Anfang an sehr viele Figuren und sehr viele Handlungsstränge und das war am Anfang ein bisschen kompliziert. Da kann ich euch nur raten, eben von Anfang an sehr konzentriert zu lesen und euch das alles zu merken. Es wird ja auch besser, weil irgendwann kennt man die Figuren und dann kann man den Überblick besser behalten und dann achtet man mehr wieder auf die Cliffhanger und auf die Plot-Twists und das Buch ist dennoch sehr, sehr spannend. Ich kann noch dazu sagen, die letzten 100 bis 200 Seiten habe ich mal wieder in einem sehr schnellen Rutsch gelesen, weil sie einfach sehr, sehr spannend waren. Es kam ein Plot-Twist nach dem anderen und verdammt viele Cliffhanger. Ich wollte das Buch wirklich gar nicht mehr weglegen. Fand ich sehr, sehr erwähnenswert. Auch wenn ich Passagier 23 nicht als eines von Fitzeks besten Büchern bezeichnen würde, kann ich es euch durchaus empfehlen. Gerade wenn euch die Prämisse von diesem Kreuzfahrtschiff als idealen Ort für ein Verbrechen oder einen Selbstmord gut gefällt, wie mir eben, weil das ist tatsächlich eine sehr spannende Prämisse, weil so ein Kreuzfahrtschiff gibt es in Wirklichkeit. Kreuzfahrten gibt es in der Realität und diese Problematik, dass wenn einer über Bord geht, was sehr leicht passieren kann, dass diese Person einfach verloren ist, man kann eigentlich nichts mehr für diese Person tun, das ist eine reale Problematik und das macht gibt dieser ganzen Thematik auch so einen leichten Grusel und deswegen fand ich das Buch sehr, sehr spannend. Einfach diese Kleinstadt, wo 3000 Menschen sind oder was weiß ich wie viele und da passiert, was passiert. Es gibt keine Polizei. Deswegen kann ich euch das Buch einfach empfehlen. Zum Schluss kann ich noch erwähnen zum Autor. Sebastian Fitzek ist einer der wenigen Autoren, wo ich tatsächlich immer das Schlusswort und die Danksagungen mitlese, weil die einfach so humorvoll und sympathisch auch geschrieben sind. Das ist nicht einfach nur eine Auflistung von Namen, denen er dankt, sondern es ist einfach sehr sympathisch geschrieben. Und ich habe immer hinterher das Gefühl, ich kenne ihn ein bisschen besser, was natürlich eigentlich Quatsch ist. Aber man hat eben von Sebastian Fitzek nicht mehr den Eindruck von einem Autor, sondern von einem Mensch, der ein Mensch ist, der eine Familie hat, aber der halt auch schreibt. Und das finde ich irgendwie ganz sympathisch und interessant eigentlich. Deswegen kann ich euch einfach nur empfehlen, diese Schlusswörter auch mitzulesen. Gerade in diesem Fall, denn hier muss man gut aufpassen, denn man hat den Eindruck, das Buch ist zu Ende, dann kommt ein Schlusswort und dann kommt nochmal eine Szene. Also da müsst ihr aufpassen, dass ihr diese Szene nicht überlest, gerade wenn ihr das Schlusswort aus Prinzip nicht mitlesen wollt. Nur als kleinen Tipp. Und dann war es das von dem Buch. Viel Spaß beim Lesen und schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von dem Video haltet, was ihr von dem Buch haltet, einfach generell eure Meinung. Und wenn ihr keine Buchvorstellung mehr von mir verpassen wollt, dann vergesst nicht auf Abonnieren zu klicken und die Glocke zu aktivieren, denn wir alle kennen den YouTube-Algorithmus, der dafür sorgt, dass ihr ohne die Glocke ganz häufig Videos nicht empfohlen bekommt. Nur so als Tipp.
Und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Lesen. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.